Ehrgeiz erreicht man im Sport nichts und im Berufsleben ist es nicht anders. Man muss einen Weg finden, um zu gewinnen. Ich bin Jasmin Roth und bin Projektleiterin in der Vermietung. Also nach dem Studium wollte ich zu einer typischen Immobilienfirma. Glücklicherweise bin ich zum Einzelhandel gekommen und rückblickend ist es jetzt das Beste, was mir passieren konnte. Mein Aufgabengebiet ist die Vermietung der Vorkassenzone, zum Beispiel der typische Bäcker, wie man ihn kennt. Wir haben aber auch größere Standorte und da arbeite ich auch mit großen Filialisten zusammen. Wir wollen Kaufland für unsere Kunden einfach noch attraktiver machen. Mein Job ist ja nicht der typische Job, dass ich jeden Tag im Büro sitze, sondern ich bin im Auto unterwegs, bin viel auf Baustellen, bin in Baubesprechungen mit dabei. Also ich arbeite auf jeden Fall mit meinen Geschäftspartnern auf Augenhöhe. Besonders gut finde ich mein Team. Schlussendlich ist es aber trotzdem so, dass wir als Einzelkämpfer auf den Platz gehen. Also es ist beim Tennis so, aber auch beim Job. Ich muss den Punkt für mein Team holen. Das Spannendste ist eigentlich wirklich so das Verhandeln der größeren Beträge. Das können auch Millionenbeträge sein. Ich würde sagen, der Einzelhandel zeichnet sich aus durch Dynamik. Es verändert sich viel. Handel ist Wandel, es gibt keinen Stillstand. Raus aus dem Büro und wirklich an der Front. Das ist meine Woche. Wann ist dein erster Tag?